Mein Name ist Manuela Junger, wir sind hier bei Cheap und du schaust FreakishTV. Hallo liebe Partyfreaks, herzlich willkommen bei Freakish. Ihr wundert euch wahrscheinlich schon, was ich hier oben mache. Ich sitze hier gerade auf einem ganz schicken Auto. Wir sind auf der Automesse Zürich, 30 Jahre Jubiläumsfeier. Hier gibt es ganz schicke Teile und damit meine ich nicht nur die Autos, nein, natürlich auch die scharfen Schnecken, die hier rumlaufen. Ja, die werdet ihr natürlich nachher sehen. Und ganz spannende Gäste haben wir, davon verrate ich euch aber nachher mehr. Check it out. Jedes Jahr werden an der Auto Zürich die Neuwagen von verschiedensten Automarken vorgestellt. Katie war für uns unterwegs, um die neuesten Innovationen von Fiat, Alfa Romeo und Jeep zu entdecken. Kannst du mir ein bisschen mehr über das Auto erzählen? Genau, das ist ein Grand Cherokee. Das ist eigentlich das beste Trim-Level, das beste Modell, was wir haben, das Flagship von Jeep. Und ganz wichtig, das ist das neueste Trim-Level, nämlich der Trailhawk. Und Trailhawk, das sind eigentlich bei Jeep durchwegs durch alle Modelle hindurch die Modelle mit der stärksten und besten Offroad-Kapazität. Trailhawk, das heißt, das ist dieser Badge, den man hier sehen kann. Ja. Dieser Badge wird nur den Fahrzeugen verliehen, die es schaffen, den Rubicon Trail zu meistern. Das ist eine extrem schwierige Strecke in Amerika. Das heißt, ich könnte mit dem Teil theoretisch auch durch die Wüste fahren? Du kannst mit diesem Teil durch die Wüste fahren, durch Gröll, durch Schnee. Es gibt nichts, was diesem Auto nicht gemeistert wäre. So, ich sitze jetzt gerade neben der Manuela Jungo. Das ist die erfolgreichste Profi-Kitesurferin der Schweiz. Hallo. Hallo. Du, jetzt habe ich mal eine ganz interessante Frage eigentlich. In der Schweiz ist es ja so, also es ist bekannt dafür, dass es ganz viele Berge gibt und hier kann man gut snowboarden und Skifahren und von mir aus klettern oder wandern. Aber wie kamst du aufs Kitesurfen? Das erste Mal habe ich es in Hawaii gesehen. Aber wenn ich natürlich zu Hause in der Schweiz bin, bin ich in Silvaplana unterwegs, im Graubünden. In Graubünden, das kann man in Graubünden machen? Ja, hat einen wunderschönen See dort. Oh, wow, das ist aber cool. Und ich habe gehört, also Jeep ist einer deiner Autopartner. Was verbindest du mit Jeep? Mit Jeep verbinde ich Freiheit, Spaß, das Auto, also Jeep Renegade, ist immer mit mir unterwegs. Du bist ja wirklich so ein Abenteuertier, ja? Also und da passt ja der Jeep wirklich ganz gut dazu. Und vor allem hast du auch viel Equipment, da passt wahrscheinlich auch sehr viel rein, oder? Ja, in den Jeep passt viel in den Kofferraum selbst, aber zudem habe ich dann noch einen Bike-Träger und eine Dachbox, für wenn ich längere Trips mache, dass ich dann wirklich alles mitnehmen kann. Und auf den längeren Trips kommt immer dein Jeep mit? Ja. Super cool, super cool. Hast du für uns eine lustige oder eine schöne Geschichte von deinem Jeep? Es gibt so viele, weil jetzt zum Beispiel Anfangsjahr war ich Snowkiten in Norwegen mit dem Jeep oder dann habe ich ihn mit der Fähre nach Sizilien und nach Sardinien mitgenommen. Ja, nach Sardinien? Ja, genau, kann man auch über Italien die Fähre, und die Fähre nehmen. Ja, genau. Okay. Für mich ist der Jeep, also mein Renegade, so etwas wie ein Zuhause, weil ich habe kein wirklich festes Zuhause, aber der Jeep ist immer dabei. Das ist aber cool, das ist sehr cool. In der Vergangenheit hast du total viele Preise abgeräumt, was können wir jetzt in Zukunft von dir erwarten? Ja, jetzt die letzten Jahre habe ich die Disziplin Freestyle, die World Tour mitgefahren und jetzt habe ich gewechselt auf den Kitepark. Das ist für mich etwas Neues und jetzt fliege ich dann bald auch in die Philippinen, um wieder etwas zu trainieren ein paar Monate, wo dann im Februar die Saison beginnt. Wow, wow, so cool. Ich werde das beobachten. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ja, danke. Danke dir. So, jetzt ist aber fertig mit Labern. Jetzt kommt etwas Action von mir. Mein Gott, ich hoffe, man sieht mein Dreifachkinn jetzt nicht. Auf jeden Fall sorgt die Frau ordentlich für Stimmung. Für Stimmung sorgen auch unsere Party-Tipps, presented bei Ostern.ch. Check it out.
Schoolboy Q gilt längst als Speerspitze der neuen Hip-Hop-Generation. Bei seinem erst zweiten Zürcher Konzert am Freitag, 2. Dezember im Komplex 457 wird er nicht nur Tracks vom neuen Album Blank Face LP, sondern auch seine Hits zum Besten geben. Nostalgisch wird's am Freitag, 2. Dezember. Der Brite Mark Fanculi bringt euch groovigen Funk und besten 90s House ins Alles zu, um die erste Party des Labels Carpe Noctem herzhaft einzuweihen. Das Nightlife-Portal usgang.ch feiert seinen 16. Geburtstag. Und wie es sich gehört, darf eine große Sause natürlich nicht fehlen. Am Freitag, 16. Dezember, werden die beiden Headliner CB und DJ Feder gebührend mit euch feiern. Silk geht in die zweite Runde. Am Silvesterabend wird ordentlich ins neue Jahr reingefeiert. Und dies mit keinem geringeren als Nick Curly, unterstützt von Rico Rausch, dem Minister und vielen mehr, die euch einen unvergesslichen Jahresbeginn bescheren werden. Happy New Year im Volkshaus Zürich auf 4 Floors. Deep House mit dem Superstar Alle Farben. Tech House mit Tube und Berger und Animal Trainer. Die Future House Stage mit Chocolate Puma. Für Hip-Hop sorgt DJ Revolution aus den USA. Sicher dir dein Ticket auf starticket.ch. Ja, so ein offenes Dach wäre natürlich auch was für mich. Das zeugt natürlich von wilden Partynächten. Wo es auch noch wild zugeht, ist im Wild Trailer, presented von The Body Shop. Okay, let's go. Okay. Jungle bells, jungle bells, jungle all the way. In a one-horse open sleigh. Hey. Jungle bells. Jungle bells. Yeah. Jungle all the way. Oh, what fun it is to ride. In a one-horse open sleigh. Bravo. Join our wildest campaign yet. Every specially selected gift you buy this season protects one square meter of rainforest and the creatures within it. Happy holidays. From the Body Shop. Ja, einen Nachteil hat so eine Messe natürlich. Hier kann man nicht den Motor anmachen und man kann natürlich den Sound auch nicht hören. Bei diesem Auto allerdings gibt es eine ganz, ganz coole App. Und ich zeige euch mal den Sound in dieser App. Hallo Rico! Hallo. Hi, ich musste mal gerade Halt machen, weil dieses Auto gefällt mir besonders gut. Die Farbe ist einfach der absolute Knaller, sticht einfach raus. Kannst du mir ein bisschen mehr über das Auto erzählen? Ja, das ist die Giulia Veloce. Das ist eine Premiere in der Schweiz. Die stellen wir hier auf dem Autosalon in Zürich vor. Das ist das Trim mit, als Allradversion. Wird als 210 PS Diesel und aus 280 PS Benziner angeboten. Was wir hier sehen, das ist das Misano Blau. Wird ab Februar nächsten Jahres zur Verfügung stehen. Aber das gibt es noch gar nicht hier. Im Augenblick ist es noch nicht bestellbar. Wir werden die Bestellbarkeit im Februar nächsten Jahres öffnen. So, ihr Lieben, ich sitze jetzt gerade im Alfa Romeo 40 Spider Traumauto. Traumgeräusche macht das kleine Motorchen hier. Ein richtig gutes Geräusch gibt es bei euch auch im Soundcheck. Check it out. Steve Aoki in Autoerotic, ILYSM. I Love You So Much, der Track, welcher der amerikanische House-DJ mit der langen Mähne zusammen mit Autoerotic produzierte, ist der erfolgreichste von drei weiteren aus seiner neuen EP. Scott, you better wish you saw.
heard, we are standing in front of the smallest yacht in the world. I really, really like the interior design. I really love the white in the combination with this brown wood. Can you tell me a little bit about this? Yes. It's very special, right? This is a very, very special car. This is really original because this is made due to a collaboration between Fiat and one of the most important nautical brand in the world, it is Riva. Oh, that's why they call it the smallest yacht. Yes, okay. Yes, that's why. And here you can see all the features that are inside a Riva boat. For instance, you can see the steering wheel that is in mahogany wood. Yeah. Also the dashboard is in wood and the gear knob. And the leather seats are in ivory, and they are the same that the one that you can find in a Riva boat. Oh, they're my favorite. I love this them so much. Meine lieben Partyfreaks, leider war es das heute schon wieder. Ich habe eine komplette Reizüberflutung hinter mir. So viele schöne Autos, ich weiß gar nicht mehr, welches jetzt am schönsten war. Ich könnte alle mit nach Hause nehmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis auf ganz bald alles, alles Liebe und Gute. Bis bald bei Freakish. Mua.